Okay, das war natürlich Quatsch. Ich habe mich in die Folgen verzählt. Es kommt noch eine Folge. gut. Das heißt, wir können jetzt die Folge nutzen, um uns mal diese kleine, das kleine Dörfchen anzugucken. Bin ich mal gespannt. So. Vor allem hier arbeiten da schon viele dran. Warum auch immer ich jetzt nicht hier mit eingetragen bin. Also nicht Ronix, sondern Walker. Ja, zählen möchte gelernt sein. Achso, ja, siehst du, für die, die da hier die Schrift nicht mitlesen können, weil es wegen zu klein oder wegen auf Handy. Ja, kann ich mal vorlesen. Wolltest du nicht Feierabend machen? Ich habe noch eine Folge vor mir. Verzählt. Ist hier überall Clay oder was? Digga! Warum der fliegt hier einfach? Wollt ihr mich verarschen? Ach, hier war ein Berg, der abgetragen wurde. Okay. Fliegende Häuser? Ja, nee, ist klar. Bis wo geht der Bereich? Egal. Fliegende Häuser. Oh, und ein Lebensbaum. Interesting. Alter, hier gibt's ja überall Clay. Boah, Alter. Ist einfach überall Clay. Auch nicht bei Marco. Marco, hörst du mich? Ich bin's drauf, Ding. Heute komme ich über den, egal was es kostet. Marco, hörst du mich? Kannst du diese ganzen klassischen Lieder, die heutzutage keiner mehr kennt, Alter? Soll ich jetzt da reinpassen? Ist das eine Tür oder wie komme ich hier rein? Geschlossen, Bäcker, Bäcker, geschlossen. Okay, interessant. Soll ein Bäcker sein. Hallo, 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 hallo. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Ronny Bartmann. YouTube.de/user. Users oder User? Farm, ey. Ich wusste gar nicht, dass die Leute hier auf dem Server so aktiv spielen. Lol. Ich dachte immer, der Server hier frisst nur so kleines Nischendasein, aber auch hier ist tatsächlich ein bisschen Aktivität zu verzeichnen. Boah, ja, richtig schön, Carpeten. Sieht man jetzt leider nicht, weil dieses Ding. Warum müssen die Dinge auch immer genau auf Blickhöhe sein? Das ist so deprimierend. Ah, hier sieht man es auch. Tada, Kapitän. Nicht Kapitän, Dwarva. Kapitän sind diese kleinen Dinger, die man, also hier diese Fußbelege und so. Wo ich gar nicht weiß, ob ich die auf dem Server hier drauf habe. Doch, habe ich. Ach nee, Quatsch, habe ich nicht. Sind mittlerweile bei meinen Tests original mit dabei. Ist ja gar keine Mod mehr. Ja, hier gibt's einen Laden. Lol. Oh, alter Obsidian. Ja gut, ich meine, so ein Apfel ist auch gerade schon wertvoll. Haben die einfach so eine schöne Bäume? Will ich auch haben. Ich
meine, bei Let's Play Together haben wir sogar so ein Dinger dafür, so eine Siblings dafür. Pondia echt so ein Riesenschiff. Ist das geil. Oh, richtig schön Farm hier. Das ist eigentlich eines der geilsten Sachen an Itawil, dass man halt wirklich so riesige Farmen bauen kann. Haufenweise Sachen. Und das ist eine der Sachen, die ich nicht mag, dass man hier nicht durchlaufen kann. Das ist so dumm. Warum kann man bei Itawil nicht durchlaufen? That makes no sense. Jetzt hier kann man durchlaufen. Muss ich mal gucken, ob ich da eine kleine Mod einprogrammiere, die Dinger hier, ja, durchgehbar machen, weil das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Überall kann man durchgehen, aber die Sachen, die man bei Vanilla oder wo man bei Vanilla durchgehen kann, da kann man jetzt nicht durchgehen. Ist ein bisschen seltsam. Ah, ich kann es noch besser sehen. Ah ja, hier kann man es richtig schön sehen. Was haben sie denn so alles? So, für diese Früchte. Ey, wir müssen hier mal einbrechen. Da hole ich mal meinen Admin-Account und dann plündere ich alles. Spaß natürlich nicht. Vor allem mit meinem Admin-Account Wohnungen plündern. Macht ja auch so viel Sinn, ne? Weil ich mir da sowieso alles selber cheaten kann. Also, das macht ja nun wirklich gar keinen Sinn. Ich meine, mache ich zwar nicht. Also, nicht jetzt für... Egal. Fakt ist, ich persönlich spiele auch lieber Survival, heißt also alles selbst erarbeiten. Und das ist ein Prison oder was? Sieht so aus wie ein Gefängnis. Bitte zur schwarzen Linie gehen. Geschlossen. Bitte zur schwarzen Linie gehen. Geschlossen. Was ist das? Hotel Selin? Also ich bin vor der schwarzen Linie, aber hier passiert irgendwie nichts. Das soll ein Hotel sein? Okay. Ja, das Hotel hat Fuß und Boden, würde ich mal sagen, ne? Also, warum geht hier Wasser rein? Wer macht denn sowas? Soll das ein Schornstein sein oder was? Vor allem fließt jetzt hier Wasser rein die ganze Zeit. Ach, ist auch gar nicht protected. Doch, ist protected. Aber hier nicht. Hier ist auch wieder protected. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Oh, Alter, wie viel ist denn hier drinne? JJK1, Roland nochmal, JJK1 auch nochmal, Walker. Warum steht hier halt drinne? Also, Leute, ne, für die dieses Video hier schauen, ihr müsst mich nicht überall eintragen. Weil ich habe sowieso Area-Rechte. Ich kann sowieso überall rein und überall alles machen. Was ist das denn hier für ein Zeug? Also das Ding hier sieht schon geil aus, das Gebäude. Das sieht echt geil aus. LOL. Okay, das sieht cool aus. Immer richtig nice aus hier. Vor allem, was ist das hier für Dinger? Kenne ich gar nicht. Leuchtschnurrebe. Okay. LOL? Fragezeichen? Nee, der ist nicht so gelb. Was ist das denn hier? Sorry Leute, ich muss mal ganz kurz cheaten. Glowstone. Es gibt hier Glowstone? Okay, das ist geil. Was man hier mit Fackeln alles machen kann? Agar-Powder.
Glowstone, leuchtender Kürbis. LOL. Verbrannter Baum. Mit der Fackel, also ich hätte eher ein bisschen was, ne, ein bisschen was Heftigeres genommen als einfach nur eine Fackel, weil, sag mal so, mit einer Fackel verbrennt man keinen genannten Baumstamm, außer er fängt Feuer. Hätte ich schon wirklich sowas genommen wie so einen Lava-Block oder so, also so ein Lava-Eimer. Ja, hier natürlich unser, ne, unser Smart Shop. Und ich verbaue was. Close Door. Was? Was schreibt er schon wieder? Macht gerade Ziegelsteine. Nice. Vor allem, ich weiß gerade gar nicht. Oder das ist auch ein Gebäude. Ich weiß gerade gar nicht, ne? Was ich gerade nicht weiß, weiß ich auch gerade gar nicht. ich weiß gerade gar nicht, ob es das jetzt hier war, mit dem, dass, oh, Alter, das Biom sich auch echt extrem selten hier mit den lilanen Bäumen. Gott, ich sollte mal trinken. Ich weiß gerade gar nicht, ob hier das mit dem E-Table-Server echt der Server oder der Map-Gen war, wo man unten diese extrem großen Kristallhöhlen hat. Also hier hat man auf jeden Fall Kristallblumen. Oh, da hinten auch ein blaues Haus. Das blaue Holz kriegt man übrigens auch aus den Bäumen. Ah ja, sieht man ja hier. Da. Das ist das blaue Holz. Das Witzige ist, es gibt nämlich hier Holz in jeder Farbe. Ne? Also in allen Grundfarben, sag ich jetzt mal, gibt es hier Holz. Rot, grün, blau, gelb, naja, wenn man das als gelb bezeichnen mag. Naja, dann halt hier noch dunkel, aber es gibt halt auch schwarz. Wobei, nee, schwarz gibt es nicht. Aber wie gesagt, dunkles Holz und auch helles Holz. Aber wie gesagt, vor allen Dingen halt rot, grün und blau. Also, wer so ein richtig schönes RGB-Haus bauen möchte, ne, so, na, kennt man ja, der hat hier seine Freude. Ach Leute, warum baut ihr denn Bäume immer nur von unten ab? Da habe ich extra diese Shift-Funktion hinzugefügt, damit man Bäume komplett abbauen kann und keiner nutzt die. Naja. Ist deren Dorf, müssen sie wissen. Okay. Einfach mal ein paar Kürbisse eingebaut. Soll wohl Geister fernhalten. Interessant. Okay. Sieht schon arschgeil aus. Gut, ich meine, klar, das Haus ist natürlich Geschmackssache. Also mir persönlich wäre es ja zu klotzartig. Ist halt, ne? Vor allem das Ding, ja. Aber an sich, es ist auf jeden Fall nicht komplett Block. Also, so. Kennt man ja diese komischen Erdhäuser, die einfach nur aus einem 3x3 Erde bestehen, ne? Da ist das ja schon definitiv besser. Eingang gibt es hier scheinbar nicht für uns. Hier ist alles gesperrt. Kommt man gar nicht rein. Dein Video vor so zu 11, 22 ist nicht Minecraft, sondern Minecraft. Minecraft? Habe ich da Minecraft geschrieben? Oder er meint dieses, was ich mal hinschreibe, Mindtest, ein Open Source Minecraft Clone. Dass er das meint. Weil das ist ja richtig. Wie gesagt, ist ja Minecraft Clone. Also, na, kann man drüber streiten. Es ist an Minecraft angelehnt. Ein Clone 1:1 ist es nicht.
weil Minecraft Klon wäre es ja, wenn sie es wirklich 1:1 nachmachen. Aber das ist ja quasi kein Klon, sondern sie orientieren sich. Erstens mal ist Minecraft selber ja auch bloß ein Klon, ne? Es gab ja bereits Spiele vor Minecraft, aber Minecraft war halt das erste Spiel, was halt wirklich bekannt geworden ist. Es gab ja davor noch, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber das war so ein Weltraum. War das ein Shooter? Glaube ja, das war so ein Weltraum. Naja, Bau-Shooter-Spiel, da, ja. Gab es halt auch schon so Voxel-basiert, konnte man Blöcke bauen und abbauen und so. Dorf ist in die andere Richtung, kann das sein? Ja. Von daher ist auch Minecraft quasi bloß ein Klon. Und deswegen steht auch praktisch bei meinem Test drin, dass es halt nicht nur Minecraft-Klon ist, sondern ein Minecraft/slash hier bitte beliebigen Namen einfügen Klon ist. Vielleicht keine Ahnung, wie das andere Spiel hieß. Aber eben, mein Test sagt halt selber, dass es ein Minecraft-Klon ist, von daher habe ich da halt auch so reingeschrieben. Ja. Damit die Leute, die meine Videos erstmal sehen, überhaupt wissen, woran sie sich orientieren können. Weil Minecraft kennt jeder und wenn man sagt Minecraft-Klon, dann weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Und zwar das hier, ne? Weil das kennt jeder aus Minecraft. Easy. So, was ich machen möchte, ist, ich meine, hier haben wir wahrscheinlich schon mal soweit alles gesehen. Es scheint nicht mehr weiter zu gehen. Da hinten ist noch ein Baumhaus. Zum einen möchte ich mich mal ganz kurz hier als Admin anmelden und einfach mal ganz tief runtergehen. Einfach mal gucken, ob es hier diese Tiefen gibt. Ah, ne, da hinten ist auch bloß wieder ein fliegendes Gebäude. Da gehen wir jetzt nicht rein. Bei fliegenden Gebäuden kriege ich immer Höhenangst. Gehen wir mal langsam zurück. Zumal wir auch. Obwohl, unsere Sättigung geht eigentlich tatsächlich. Ich meine, klar, jetzt beim Laufen nimmt sie natürlich stark ab, ist klar. Das verstehe ich gar nicht. Also wenn ich laufe, werde ich nie hungrig. Bist du einfach nur zu fett, Ronny? Ah, ist klar. Ich schlag dich gleich. So, dann würde ich mal sagen, wir sind hier wieder raus. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz also zum Walker direkt rein. Lalala. Und dann gehen wir einfach mal ganz tief in die Tiefe. Das war genau falsch. Teleport. 0, minus 5000, 0. Nein, das war noch nicht tief genug. Oh, wir sind gerade genau in so einer riesigen Höhle. Lol. Minus 10.000. Jetzt müsste es ja eigentlich schon da sein. Auch nicht. Scheiße, scheint also doch hier nicht gewesen zu sein. Dann war das also doch ein zusätzliches Add-on. Weil ich weiß nämlich, bei dem Server, wodurch ich Etherwheel kennengelernt habe, da war nämlich auch so eine Mod drin, dass halt die unteren Höhlen so eine Kristallhöhlen sind.
Aber gut, dann ist das scheinbar eine separate Mod. Ich weiß sogar schon, ich wüsste. Was? Achso, ja. Ich wüsste sogar schon, welche Mod das sein dürfte. Und zwar diese Calf's Realm. Also, ja, Calf im Sinne von, ne, Höhle. So. Okay, wir sind wieder am Spawn. So, was wollte ich noch sagen? Gucken, slash, keine Ahnung was. Genau. Die Videos kann ich mal ganz kurz aufrufen. Beziehungsweise kann ich auch separat selber machen. Müsst ihr jetzt unbedingt zugucken. So, würde ich mal sagen, das war es jetzt aber wirklich für diese Woche. Jetzt haben wir 4 Videos gemacht. Sehr schön. Meine Stimme lässt auch langsam nach. Ich habe einfach bisher einfach noch nichts getrunken. Meine Kanne ist immer noch voll. ja. Von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit gesunder, also mit wieder Stimme. Stimme. Gut, und dann würde ich mal sagen, schau mit vor. Jo, tschüss.